Ja, Frau Göring-Eckert, herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Sie sind ja in der Partei Die Grüne, die mir persönlich immer nur, wenn es um Klima geht, aufgefallen ist. Jetzt sprechen wir heute über sozialpolitische Themen, auch ganz speziell über gesundheitspolitische Themen. Da würde mich mal interessieren, ist es nur mein Eindruck, dass bisher immer nur Klima im Vordergrund stand und ist jetzt die Sozialpolitik eher so Wahlkampf? Oder ist es wirklich von Ihnen eine ernst gemeinte Sache, die Sie jetzt angehen wollen? Also erstmal gut, dass wir uns mit Klima in Verbindung bringen. Das ist eine ganz große Frage. Übrigens auch inzwischen ja eine Gesundheitsfrage, ne? Wenn man sich anguckt, wie viele Leute da unter zu viel Hitze, zu viel Regen und Wetterextremen leiden. Ich glaube ja sogar, man muss so eine Hitze-Hotline haben, damit man die Leute irgendwie abholt und sagen kann, ey, ihr könnt da anrufen, wenn ihr nicht mehr weiter könnt, wenn ihr eure Wohnung nicht runtergekühlt kriegt. Aber ich bin seit 98 im Bundestag und meine erste Verwendung, Anführungszeichen, das, was ich gemacht habe, war gesundheitspolitische Sprecherin. Das heißt, ich habe eigentlich von Anfang an immer Sozialpolitik gemacht als Person, aber auch wir als Grüne. Es ist sicherlich so, dass wir wahrgenommen werden als die Partei, die sich mit Umwelt, Klimaschutz, Atomausstieg und sowas allen beschäftigt als erstes. Aber die soziale Frage, die Spaltung der Gesellschaft, bleibt für uns immer total zentral. Übrigens auch im Zusammenhang mit dem Klima, also nicht nur wegen der Gesundheit, sondern auch, was weiß ich, wenn man den CO2-Preis erhöht, da muss man natürlich sagen, die Leute mit dem kleinen Portemonnaie, die brauchen dafür eine Kompensation, da kann man nicht sagen, da zahlt ihr halt ein bisschen mehr dafür, dass ihr die Wohnung heizt oder den Strom verbraucht oder sowas. Also für uns gehört das schon sehr eng zusammen. Aber wenn Sie jetzt den CO2-Preis erhöhen, wie wollen Sie das dann für den kleineren Bürger, so wie für mich zum Beispiel, der eben nicht so viel verdient, kompensieren? Wie soll das funktionieren? Das geht so, dass wir alles, was wir einnehmen, durch die Anzahl der Bevölkerung teilen und jeder bekommt den gleichen Anteil zurück. Und das heißt jetzt jemand wie Sie, der wahrscheinlich nicht auf 300 Quadratmetern lebt und vielleicht auch nicht dreimal im Jahr in den Urlaub fliegt, der hat einen kleineren ökologischen Fußabdruck. Und der wird am Ende des Jahres mehr im Portemonnaie haben, besonders wenn er Kinder hat, weil es wird nämlich pro Kopf ausgezahlt. Also wenn ich irgendwie zwei Kinder habe, drei Kinder habe, bekomme ich halt 4 oder 5 Anteile. Und damit ist das für die Leute mit dem kleinen Portemonnaie am Ende ein Plusgeschäft. Und wir sagen halt auch, die Leute sollen es am Anfang des Jahres aufs Konto kriegen, damit das Vertrauen da ist, dass es auch wirklich passiert, dass nicht irgendwie hinterher, ja, haben wir jetzt doch leider nicht, kriegen wir nicht hin. Na, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Sie nehmen die Einnahmen, die durch die CO2-Steuererhöhung zusammenkommen, teilen die durch die Bevölkerung und schütten es dann quasi in Form einer Steuererklärung aus, oder? Es kommt, also je nachdem, wie es aufs Konto kommt, also wer Steuern zahlt, kriegt es halt darüber, aber am Anfang des Jahres, also vorher, bevor das Geld ausgibt. Oder man gibt es über andere Systeme, also wenn jemand beispielsweise Hartz IV bekommt, dann kriegt das über diesen Weg, wird aber auch nicht auf den Hartz IV-Betrag angerechnet. Das ist ja immer das Thema, weil man gibt ein bisschen mehr für die Kinder und am Schluss wird es dann trotzdem wieder angerechnet. Also so ist es gedacht, genau. Jeder kriegt den gleichen Anteil. Und es ist natürlich für jemanden, der sehr viel CO2 verbraucht, und das ist bei den meisten Leuten, die viel Geld haben, automatisch so. Für den, der wird was draufzahlen am Ende des Jahres, und die weniger verbrauchen, die haben was übrig. Und wie ist es jetzt für die Menschen, wie ich wohne zum Beispiel am Rande der Stadt, bin also auf mein Auto ja angewiesen, um in die Stadt zu kommen, um zu arbeiten. Jetzt kriege ich die Summe ja einmal im Jahr, sagen wir mal Anfang des Jahres. Ich muss ja bis dahin ja jeden Monat die Kosten, die für den Arbeitsweg entstehen, ausgeben. Wie sollen Familien das kompensieren, die eh schon wenig verdienen? Alleinerstehende Mütter oder so, wie kompensieren die das? Bis dann endlich dieses Geld da ist, sollen die es dann zurücklegen? Ja, das Geld kommt vorher. Also das Geld kommt am Anfang des Jahres und dann wird auch erst der CO2-Preis erhoben oder jeweils erhöht. Also am Anfang des Jahres, das Geld kommt vorher, damit genau das nicht passiert, dass man es erst alles auslegen muss und dann hinterher wieder kriegt. Und also am liebsten hätte ich ja, dass Leute, die am Stadtrand wohnen, auch so viel öffentlichen Nahverkehr haben, dass sie das Auto nicht zwingend brauchen. Bei Leuten, die Schichten arbeiten, wird es aber dann schwierig. Also wir werden auch nicht irgendwie nachts alle 10 Minuten die S-Bahn fahren lassen können. Das wird vermutlich nicht funktionieren. Und deswegen sage ich, ja, die sollen auch bitte erstmal ihre alten Autos fertig fahren. Alles andere wäre auch ökologisch nicht nachhaltig. Und dann möchte ich gern, dass Sie und die Krankenschwester, wer auch immer, sich das E-Auto leisten kann, weil man das dann so fördert, dass es sich für die auch lohnt. Jetzt nehmen wir mal einen Tesla, der kostet ja so. Nee, nicht einen Tesla. Das, also die haben Sie jetzt, was haben Sie denn jetzt? Haben Sie auch keinen, weiß ich nicht, kenne ich bei Autos nicht so aus. Ich habe einen kleinen SUV, habe ich, ja. Diesen nicht geliebten Wagen wahrscheinlich bei den Grünen, aber wenn man Hunde hat, dann braucht man, oder eine große Familie, dann braucht man ja ein etwas größeres Auto. Die passen aber in den Tesla nicht. Nee, die nicht. Aber welches Auto wäre dann die elektrische Alternative zu so einem Modell? Na, heute wahrscheinlich. Also ich habe einen,
jetzt so ein Golf, ID3 heißt der. Ich weiß jetzt nicht, was die für Hunde haben, ob die reinpassen sollen, keine Ahnung. Aber da wird auch noch viel entwickelt werden. Und das elektrische Auto kostet halt in der Anschaffung dann was. Der Strom ist dann relativ günstig, die Versicherung ist sehr günstig und deswegen muss man halt bei der Anschaffung was dazugeben. Und das wollen wir gerne, dass es so viel ist, dass sie sich das am Ende genauso leisten können, wie wenn sie sich einen Benziner kaufen würden, den es ja ab 2030 dann gar nicht mehr neu geben soll. Das ist ja der Switch, das ist die Idee. Genau, wir machen es ja ein paar Jahre früher, als wir die CDU es geplant hatten. Meine Frage ist, es klingt ja nach sehr viel Geld. Wo wollen Sie das ganze Geld hernehmen? Also es kann ja nicht alles refinanziert werden durch die CO2-Erhöhung, das Geld muss ja irgendwo herkommen. Und wo wollen Sie es herholen? Also die Linken sagen zum Beispiel, die holen das Geld von den Reichen, die würden dann eine Reichensteuer machen und so. Wo würden Sie das Geld herholen, mal abgesehen von der CO2-Rückgabe? Also ich glaube auch, dass wir eine Vermögenssteuer brauchen und dass man die auch einführen muss und dass man das aber so machen muss, dass es auch mit der Verfassung hinhaut. Das ist ja immer das Problem bei dem Ding, dass es verfassungsmäßig total schwierig ist, ein System zu finden. Das ist also der eine Teil. Wir wollen natürlich auch gerne, dass sich an unserem Steuersystem insgesamt was ändert. Dass Leute mit kleineren, mittleren Einkommen weniger Steuern bezahlen und die oberen 10% mehr. Von welcher Summe reden wir da? Was ist für Sie ein kleineres oder mittleres Einkommen? Naja, kleinere und mittlere Einkommen, das sind die Leute, also bei den mittleren, die so bis 6.000, 7.000 Euro brutto haben. Das ist für Sie schon ein mittleres Einkommen? 6.000, 7.000 brutto? Das ist mittleres Einkommen. Ja, und bei kleinen Einkommen, naja, da kann man jetzt unten anfangen. Das sind auch die Leute, die mit 1.200 Euro nach Hause gehen. Die zahlen aber meistens keine Steuern, deswegen kommen halt die mittleren Einkommen. Wer hat denn heutzutage 5.000, 6.000 Euro brutto jeden Monat? Das sind ja dann netto, das sind ja fast 3.000 Euro ungefähr, 2.500 bis 3.000 Euro. Ja, das sind, Schulleiter oder so Leute. Das ist aber nicht der Mittelstand. Nicht jeder ist ja Schulleiter. Nee, das ist nicht der Mittelstand. Aber ich versuche ja zu sagen, für welche Leute, die auch Familie haben, die Kinder haben und sowas, um wen geht es denn dann? Also Sie reden jetzt von einem Haushaltseinkommen, nicht von einem einzelnen Einkommen. Sie reden von einem Haushalt, der dann brutto 6.000 Euro hat. Die gibt es auch. Also das sind die Entscheidenden. Um die geht es vor allen Dingen. Das sind die mit den wirklich mittleren Einkommen. Die haben dann zwei Kinder und für die muss das Geld reichen. Und die zahlen auch heute relativ viele Steuern nach wie vor und kriegen Kindergeld oder eben einen Steuerfreibetrag. Und die müssen am Ende es günstiger haben. Aber die eigentliche Frage war ja, wo kommt insgesamt das Geld her? Vielleicht dahin nochmal zurück. Und wir haben ja im Moment in der Verfassung eine Schuldenbremse. Also wir dürfen keine weiteren Schulden aufnehmen. Das ist im Prinzip auch gut, weil das gibt man ja immer an die nächste und übernächste Generation weiter. Wenn man sich aber anschaut, was jetzt alles passieren muss, Transformationen im Ökobereich, der soziale Ausgleich und so, dann wird man sagen müssen, nee, wir brauchen für Investitionen die Möglichkeit, mehr Schulden zu machen. Aber nur dafür. Also nicht, dass man jetzt irgendwie sagt, wir geben das Geld dann lustig für alles Mögliche aus. Aber dafür muss man die Schuldenbremse jedenfalls verändern und in die Verfassung schreiben, Schuldenbremse ja, aber Investitionsklausel, damit diese ganzen Umstellungen auch finanziert werden. Wie wäre es denn, wenn die Politik anfängt, nicht das Geld der Bürger zu verschleudern? Also ich rede jetzt nicht speziell nur von den Grünen, sondern allgemein. Nehmen wir mal zum Beispiel die Covid-Klinik, die im Messegelände erbaut wurde, wo nie einer drin lag, hat Millionen gekostet, wird jetzt wahrscheinlich wieder abgebaut, hat wie gesagt nie einer drin gelegen, wird wieder Geld kosten. Masken, die bestellt werden zu überteuerten Preisen, das sind ja alles Gelder, die ich und auch jeder andere hier in Deutschland hart erarbeitet. Warum fängt man da nicht mal an, dass die Politik genau überlegt, was mache ich mit den Steuergeldern und warum werden Politiker nicht zur Rechenschaft gezogen, die sich zum einen Fehlverhalten, indem sie Steuergelder verschwenden, weil für mich ist es Verschwendung, wenn man es im Endeffekt nicht braucht, aber auch gerade wenn man auf die CDU guckt, und da hätte ich mir auch von den Grünen so ein bisschen mehr Nachdruck gewünscht, bei den ganzen dubiosen Maskendeals, wo sich eh schon Politiker, die schon super Geld verdienen, noch unmoralisch an den Maskendeals bereichern. Warum fängt man da nicht an? Warum zieht man die nicht wirklich zur Rechenschaft? Und da reicht es in meinen Augen auch nicht, dass man irgendwelche Ämter niederlegt, sondern die müssen hart bestraft werden, die müssen aus dem Bundestag rausfliegen und das Geld muss sofort gestoppt werden, ab rausflug. Also nicht, dass sie dann noch lebenslange Gelder erhalten, sondern, und da kann man ja mal anfangen. Aber warum fängt man immer bei den Bürgern an, Steuer erheben und? Warum fängt man nicht da an, dass man wirklich die Politik mal haftbar macht für ihre Fehlentscheidungen, aber auch für Lobbyismus zum Beispiel? Das ist jetzt ein großes Paket. Und versuchst ein bisschen, konkrete Antworten zu geben auf verschiedene Sachen. Das eine ist, wir haben eine ganze Reihe Subventionen, die wir abbauen wollen. Und sehr viele dabei sind ökologisch schädliche Subventionen, die man in Zukunft nicht mehr braucht. Das Paket ist relativ groß, aber Subventionen baut man auch nicht ab über Nacht, sondern da wird man irgendwie vielleicht ein, zwei Jahre brauchen und das Geld muss ja auch relativ schnell da sein. Deswegen ist es ein Paket.
Das zweite, das Beispiel, was Sie angesprochen haben mit der Klinik. Wissen wir jetzt, dass man die nicht braucht, ne? Und im Nachhinein, und vielleicht haben Sie es hätte auch, man das nicht auch anmischen? Also, ja, weiß ich nicht. Also Fachkräftemangel gibt es ja schon seit langem und man baut da eine Klinik hin, obwohl eh schon in den Häusern zu wenig Personal da ist. Wen hätten Sie das da hingeschickt? Also muss ich wahrscheinlich Frau Kalaitschi fragen, wer denn da der Busfahrer hingegangen oder wer wäre da hingegangen? Ja, hoffentlich nicht. Nee, eben, hoffentlich nicht. Wer wäre da hingegangen? Ja, also ich sage es mal ganz ehrlich, wenn Sie mich damals gefragt hätten, in der Situation, wo wir alle unter einem wahnsinnigen Druck standen und gedacht haben, um Himmels Willen, wie machen wir das? Wie versorgen wir die Leute wirklich? Wir hatten die Bilder aus Italien alle im Kopf und haben gedacht, das darf bei uns nicht passieren. Was können wir also tun, damit es nicht passiert? Damit die Leute nicht vor der Tür stehen, nicht in die Klinik kommen, keine Sauerstoffversorgung haben und. Und ja, wir haben Fachkräftemangel, wir haben aber auch eine ganze Reihe von Pflegekräften, die aus diesem Job rausgegangen sind. Also ich weiß, dass wir das immer ausgerechnet haben, wie viele müssten wir denn wieder zurückholen, damit einigermaßen funktioniert, dass wir einen besseren Schlüssel haben. Also auch das im Kopf haben. Würde ich jetzt sagen, an der Stelle hätte ich wahrscheinlich vielleicht nicht genauso entschieden, weil ich hätte nochmal 10 weitere Leute gefragt oder sowas. Aber ich finde, das ist jetzt nicht die totale Verschwendung, so nach dem Motto, was macht sie da eigentlich? Das ist eigentlich vollkommen bescheuert. Weil Gesundheitswesen heißt eben auch immer Vorsorge. Ne? Es heißt eben auch, dass man Betten vorhalten muss. Das ist das Problem, was wir hatten. Wir haben nicht genug Intensivbetten, die wir vorhalten. Und wo man sagt, also insgesamt, wir müssen auch irgendwie damit rechnen, dass mal sowas passiert wie eine Pandemie und nicht immer nur auf Kante gehen im Gesundheitssystem, damit der Gewinn möglichst okay, jetzt hatten wir die Möglichkeit von dieser Klinik. Jetzt ist es aber so passiert, dass zumindest in den Berliner Kliniken die Intensivstationen so voll waren, dass intensivpflichtige Patienten auf andere Normalstationen waren. Ne? Naja, auf andere auf Bereiche andere der Klinik, genau, ja, die umfunktioniert wurden zu provisorischen Beatmungsstationen. Genau. Und dort standen Personal am Bett, was überhaupt nicht geschult war, hätte man doch die Klinik dann in dem Fall super nutzen können. Absolut. Also ich kann mich da in diese Berliner Geschichte auch, ich kenne es auch nicht genau genug, um sagen zu können, aber klar, dafür hatte man sie ja eigentlich. Ne? Genau. Wo waren eigentlich die Leute und hat man sich dann darum gekümmert, dass sie da waren? Ich wollte nur eigentlich sagen, am Anfang, also auch ehrlicherweise, ich hätte auch gesagt, lass uns jetzt alles machen, was wir können, damit wir nicht in so eine Situation kommen. Und dann ist es halt total schlecht angewandt und umgesetzt worden. Das ist der eine. Maskendeals, also ich würde mal sagen, wir haben aus allen Rohren geschossen, weil ich das wirklich... Was haben Sie getan, genau? Im Bundestag, das ist ja die Möglichkeit, die wir haben, zu sagen, es muss alles auf den Tisch, wir müssen sehr schnell wissen, wo ist was passiert. Ich war damals übrigens dagegen, einen Untersuchungsausschuss zu machen, weil ich das kenne, das dauert dann immer jahrelang. Und dann untersuchen die und dann sind die Leute immer noch ewig im Bundestag und es passiert nichts. Und deswegen haben wir sehr darauf gedrungen, dass sehr schnell klar werden muss, wo ist das passiert, gab es da strukturelle Fragen. Also einer war ja aus Thüringen, ne? Wo ich herkomme, deswegen habe ich mir das besonders angeguckt. Mit dem hatte ich ein paar Wochen vorher über Flüchtlingspolitik geredet, in der Veranstaltung. Das kann nicht wahr sein. Der Typ hat sich auf eine Art und Weise bereichert. Und es haben ja, in dem Fall war das die kommunale Verwaltung, die an diese Firma noch was gezahlt hat und das gar nicht komisch fand. Also da finde ich in der Tat... der ist auch nicht mehr im Bundestag, die sind ja dann irgendwie zum größeren Teil weg gewesen oder jedenfalls aus der Fraktion rausgeschmissen worden, was ich auch richtig fand. Also das fand ich. Aber waren ja mehrere. Es waren einige, genau. Einer und ist alles, immer noch im Bundestag. Alle CDU? Der ist aber, es war alles CDU. Soweit würden Sie mit der CDU eine Koalition eingehen, wenn es soweit ist? Würden Sie mit so einer Partei zusammenarbeiten, wo Sie genau wissen, dass sie so eine Dinge macht? Also ich würde, ja. Und zwar nicht, weil ich genau weiß, dass sie so eine Dinge machen, sondern weil ich eigentlich hoffe, dass wir nach dieser Bundestagswahl sind stärker als die CDU und dass die dann mit uns koalieren müssen und dass dann von vornherein klar ist, sowas passiert nicht, das darf nicht passieren. Die Frage ist ja, sagt man dann, macht man lieber weiter Opposition und lässt die weitermachen? Finde ich nicht sinnvoll, würde ich sagen, nee, es braucht jetzt wirklich eine echte Veränderung. Und wahrscheinlich werden wir nicht so stark werden, dass wir ganz alleine regieren können. Ich weiß auch nicht, ob das wünschenswert wäre. Und wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich sagen, wäre es mir lieber mit der SPD. Wenn ich mir angucke, wie die Umfragewerte sind für die SPD und alle Wahlen in der letzten Zeit, dann sage ich, wahrscheinlich ist die Chance gering. Und deswegen würde ich heute nicht sagen, auf gar keinen Fall mache ich das mit denen, weil das sind so eine Schnurche. Sondern ich sage, man muss dafür sorgen, dass solche Strukturen nicht passieren. Aber das ist ja bekannt jetzt in der Bevölkerung, auch das ganze Fehlverhalten, Fehlplanung in der Pandemie. Warum glauben Sie, dass die CDU immer noch so oft gewählt wird? Das müssen Sie die Leute fragen, die CDU wählen. Ich kann das nicht beantworten. Also ich weiß es nicht. Weil ich meine, die regieren so lange schon.
Ich habe jetzt gerade so einen Ausschnitt aus einer Talkshow gesehen mit Armin Laschet und da wird ja gefragt, ist es das Land in einem schlechten Zustand? Und dann sagt er, das Land ist wirklich nicht in einem guten Zustand. Und dann war das Land. Und wer regiert die ganze Zeit? Das hat damit nichts zu tun. Genau. Das fand ich schon sehr bemerkenswert, sich da irgendwie. Und ich meine, Armin Laschet ist auch schon sehr lange dabei. Der war schon im Bundestag, der war schon im Europaparlament, ist Ministerpräsident. Also es ist jetzt nicht so, dass er sagen kann, ich komme jetzt hier holla um die Ecke und finde, das ist aber erstaunlich, wie schlecht das alles läuft. Das ist schon sehr bemerkenswert. Ja, also das fragen Sie doch mal die Leute der CDU, weil ich tue das ja nicht. Wenn ich die Möglichkeit mal bekomme, mache ich es. Aber jetzt nochmal zurück, wo kommt das Geld jetzt nur komplett her dann? Also für solche schweren Veränderungen? Also ganz entscheidend ist, glaube ich, dass wir diese Investitionen machen im Gesundheitssystem, im Bildungssystem, im Nahverkehr, beim Bauen übrigens. 25% der CO2-Einsparungen müssen durch die Gebäude kommen. Und dafür brauchen wir das Geld und müssen neue Schulden aufnehmen. Und ich glaube, dass wenn man sich, ja, ich glaube, nein, wissenschaftliche Institute haben das inzwischen auch mal simuliert, wie man das so macht, bei denen und haben gesagt, ja, das wird am Ende auch so sein, dass man diese Schulden gut wieder zurückzahlen kann, weil da entsteht einfach Arbeit. Dann werden Leute gebraucht, die dann wiederum auch Steuern zahlen und am Ende. Okay, also neue Schulden aufnehmen quasi. Das ist das Entscheidende. Jetzt kommen wir mal zum Gesundheitswesen. Mhm. Das hatten wir ja eine Pandemie und die Gesellschaft hat geklatscht, die Politik hat geklatscht. Würden Sie sagen, dass Pflegekräfte mehr Anerkennung benötigen? Ah, natürlich auch mehr Bezahlung und so, aber auch mehr Wertschätzung in Form natürlich von Bezahlung, aber auch vom Handeln der Politik? Vom Handeln der Politik sowieso. Darf ich dazu mal eine Frage stellen? Ja. Letztes Jahr, im November war das, glaube ich, hat die Charité einen Antrag gestellt für Mitte, glaube ich, dass die Pflegekräfte dort kostenfrei vor den Kliniken parken dürfen. Ne? Also weil die haben natürlich einen harten Anfahrtsweg und man hätte ja nicht nur den An- und Abfahrtsweg erleichtern können für die Pflegekräfte, man hätte auch Infektionsketten verhindern können, zum Beispiel in Bussen und Bahnen. Mhm. Das Ganze wurde abgelehnt von der Verkehrsverwaltung, die ja von einer ihrer Kolleginnen, der Verkehrssenatorin Frau Günther geleitet wird, mit der Begründung, die Pflegekräfte könnten ja auch mit Fahrrad fahren. Finde ich jetzt wertschätzungsmäßig unterste Schublade. Haben Sie recht. Also ich glaube, dass, wenn das so 1:1 war, ich kenne es nicht, dann ist das nicht besonders freundlich, weil viele kommen natürlich auch wirklich von außerhalb und müssen sich Gedanken darüber machen. Ich weiß auch, dass diese Frage, wie parken wir unsere Stadt zu oder parken sie eben nicht zu, sondern haben Alternativen dafür, eine ganz entscheidende ist. Ich fand ganz schön, dass in der Pandemie doch ein paar mehr Fahrradwege entstanden sind, weil viele Leute ja gesagt haben, ich fahre lieber Fahrrad, als dass ich in die Öffis gehe, weil dort sind so viele Leute aufeinander. Das ist keine gute Idee. Aber wie gesagt, was Anerkennung angeht, also es sind ja so diese ganz praktischen Sachen. Ja. Das wäre ja praktisch, wenn man nicht parken müssen. Ne? Genau, also da hätte man ein großes Zeichen setzen können, aber da ging es vermutlich wieder um Geld, weil man hätte ja dann, da sind ja Parkuhren, hätte man das Geld ja für die Parkuhren nicht mehr eingenommen, weil die Parkplätze wären ja belegt gewesen. Okay, ich weiß nicht, ob es um das Geld ging oder ob es insgesamt darum ging, was machen wir hier für eine Verkehrspolitik in der Stadt. Und was, aber das kann ich nicht, ich kann das wirklich nicht beantworten. Ich müsste Regine Günther jetzt anrufen und fragen, was war die Motivation. So eine Antwort wäre mal ganz nett. Können Sie gerne nachreichen, würde mich mal interessieren. Mach ich. Ich rufe Sie an. Ja, und kriege das raus, auf alle Fälle. Ich glaube aber, dass Anerkennung in diesen praktischen Sachen da, also das ist eine der Fragen. Mehr Geld ist eine andere Frage. Aber vor allen Dingen auch, Was hat man eigentlich für ein Bild davon, was dieser Job bedeutet? Und dann gibt es natürlich viele Leute, die sagen, das ist echt ein beschissener Job. Und dann würde ich sagen, nee, das ist kein beschissener Job. Das ist einer der schönsten, den ich mir vorstellen kann. Aber er muss halt anständige Rahmenbedingungen haben. Er muss halt ordentlich bezahlt werden. Er muss halt so sein, dass es nicht sinnlose Zeitabläufe gibt, weil sich irgendjemand das ausdenkt in der Krankenhausverwaltung oder beim Pflegedienst oder, sondern dass man das mit den Pflegekräften macht. Also so dieses... Das ist einer der schlimmsten Jobs und Dankeschön, dass ihr das trotzdem macht, obwohl es so schlimm ist, finde ich jedenfalls. Was würden Sie jetzt verändern, wenn Sie jetzt gewählt werden und erhalten die Mehrheit? Was würden Sie in die Wege leiten, um eben die Arbeitsbedingungen, Bezahlung etc. in der Pflege oder generell im Gesundheitswesen zu verbessern? Bei der Bezahlung ist es ja so, dass ich auch finde, das sollen die Tarifpartner machen. Ich finde, das sollen sie allgemeinverbindlich machen, dass das gescheitert ist. Das ist richtig Mist, dass da die Caritas und hinterher auch die Diakonie, ich bin ja auch ein bisschen in der Kirche aktiv, ärgert mich sehr, mit der Begründung, dass sie ja besser bezahlen. Ja, schön, aber was bedeutet das für alle anderen? Ansonsten ist es Verhandlungssache, aber die Frage ist ja, steht das Geld bereit oder nicht? Und das ist wiederum die politische Aufgabe. Deswegen
glaube ich, es muss in dieses System mehr Geld. Das ist so. Ich glaube übrigens, dass es auch eine Bereitschaft dafür gibt bei der Bevölkerung. Das heißt ja immer, auf keinen Fall mehr Geld für die Pflege und dann müssen wir wieder den Pflegebeitrag erhöhen und so. Erstens stimmt nicht. Es gibt eine Bereitschaft dazu und zweitens kann man da auch Steuergeld reintun. Ich glaube sowieso, man braucht am Ende eine Bürgerversicherung. Bei der Krankenkasse, bei der Pflegeversicherung, alle zahlen ein und alle sind dann auch gleich versichert. Ich finde es immer noch Wettbewerb geben. Sie sind jetzt schon die dritte Politikerin oder Politiker, die mir von der Bürgerversicherung erzählen. Die Einzigen, die bis jetzt mit der CDU konnte ich gerne sprechen, die wollen nicht. Aber Herr Kubicki zum Beispiel spricht sich dagegen aus, aber bis jetzt ist ja die Mehrheit für diese Bürgerversicherung. Warum wurde die bis jetzt noch nicht umgesetzt? Weil es immer noch keine parlamentarische wirkliche Mehrheit dafür gab in irgendeiner Koalition. Das ist der Punkt. Wann war die letzte Abfrage? Also wann wurde darüber mal abgestimmt? Na, in dieser Legislaturperiode haben wir auch wieder einen Antrag eingebracht. Mhm. Die Linke hat auch einen eingebracht. Also ich kann das Datum nicht sagen, aber wir haben in den letzten Jahren auch wieder, wir haben jetzt sogar gesagt, okay. Wer hat dagegen gestimmt? Na, die Union hat auf jeden Fall dagegen gestimmt, die FDP hat dagegen gestimmt. Und die SPD hat dann auch dagegen gestimmt, weil sie halt in der Koalition sind. Mhm. So. Wir haben jetzt sogar gesagt, man muss jetzt mal beschreiben, wie das schrittweise geht. Also damit nicht so gleich von einem Tag auf den anderen, das ist auch kompliziert und so. Aber dass man sagt, es muss halt schrittweise gehen, was sind die ersten Schritte, wen beziehen wir ein, beziehen wir doch mal als erstes die Abgeordneten ein und dann machen wir weiter mit dem öffentlichen Dienst. Und also so, das wäre ja... Also dass quasi Sie jetzt Abgeordnete auch in diese Bürgerversicherung einzahlen. Klar. Bei der Rente genauso. Also es ist ja absurd, dass wir so ein eigenes Rentensystem haben als Abgeordnete. Ich glaube auch, dass es bei vielen dazu führt, dass sie immer über andere Leute entscheiden, aber nicht über sich selber. Es wäre schon mal was anderes, wenn man über sich selber entscheiden muss, mitentscheiden muss. Und das ist jetzt die Bezahlung und von den Arbeitsbedingungen. Ich hatte da mal mit Ricarda Lang ein Gespräch. Mhm. Ich weiß, dass bei Ihnen auch mal die 35-Stunden-Woche besprochen wurde. Mhm. Also das ist auch etwas, was die Grünen steht bei unserem Wahlprogramm, meinen wir auch so. Mhm. Die 35-Stunden-Woche ist eine klare Ansage. Ich glaube, man kann auch überlegen, ob man sogar noch sagt, man muss viel flexibler in den Arbeitszeiten sein und sich die Frage stellen, wie kann eigentlich jemand, der halb arbeitet, trotzdem von dem Geld leben? Was bedeutet denn das? Macht man sowas wie Arbeitszeitkonten etc.? Das ist ja auch eine Variante. Aber die 35-Stunden-Woche wäre dann Vollzeit? Stehen, genau. Das, also bei vollem Lohnausgleich? Also Lohnausgleich, das ist dann... Naja, also ich meine als Vollzeit, genau. Ja, genau. Dass man dann das gleiche Geld kriegt, wenn du Vollzeit war. Meine Frage wäre, dann entsteht ja erstmal nochmal eine Personallücke, wie Sie die überbrücken wollen. Bis dann natürlich rumspricht, okay, wir haben eine 35-Stunden-Woche, jetzt kommen mehr Pflegekräfte. Ja, dann kann man natürlich immer sagen, dann fängt man nie damit an, weil man dann immer sagt, man reißt ein Loch woanders. Aber man muss ich glaube, dass man muss überbrücken. Deswegen, ich habe das vorhin schon mal gesagt, es gibt ja ziemlich viele Pflegekräfte, die sagen, wir machen das nicht mehr, die jetzt irgendwo anders sind. Die verdienen auch nicht automatisch woanders sehr viel mehr. Aber die haben Arbeitsbedingungen, die sie okayer finden. Und ich glaube, das wäre parallel zu tun, zu sagen, jetzt kommt bitte zurück, die 35-Stunden-Woche ist klar. Wir haben noch ein paar andere Bedingungen, die besser sind, weil wir zum Beispiel Digitalisierung einsetzen zum Beispiel, weil man nicht mehr alles mit der Hand aufschreiben muss. Das ist, glaube ich, bei Ihnen nicht das Thema, aber in vielen Altenpflegeheimen ist das ja so. Wir haben die mobile Pflege, ja, wo man überhaupt nicht sieht, was die eigentlich machen, weil die sind halt, gehen halt zu Hause, nach Hause zu den Leuten und arbeiten da. Und ich glaube, die haben manchmal Arbeitsbedingungen, die noch härter sind, als wir uns alle vorstellen können. Da steht ja auch keiner daneben in der Regel, höchstens noch mal eine Verwandte oder so. Also sich das alles anzugucken, Digitalisierung einzusetzen, andere Hilfsmittel einzusetzen, der berühmte Pflegeroboter, ne? Alle sagen, oh, die gibt es noch nicht. Aber wieso muss eigentlich die Bettwäsche von jemandem in einem großen Wagen durch das Krankenhaus gefahren werden, der nicht einfach Hilfskraft ist? Oder warum ist es, macht das nicht jemand, die gar keine Person mehr ist? Warum macht das nicht der Pflegeroboter? Wie ist Weil das man zum Beispiel, wenn ihr jetzt einen Patienten, einen intensivpflichtigen Patienten betten muss, der an Beatmungsschläuchen, an Dialysen und an sonstigen medizinischen Geräten angeschlossen ist, auf diesem Bett ja hin und her gedreht werden muss, meinen Sie jetzt unten in der Bettenzentrale, damit hat die Pflege sowieso nichts zu tun. Das machen zum Teil Reinigungskräfte oder Servicekräfte, aber auf den Stationen ist so ein Roboter ja Quatsch. Also was soll denn der da bringen? Ja, wo schmeiße ich das Zeug hin? Also es ist nur eine Überlegung, aber deswegen reden wir ja auch drüber. Und ich frage nach, genau. Das ist eine Überlegung. Nee. Wo schmeiße ich das Zeug hin? Muss das dann noch jemand bearbeiten? Also solche Arbeiten, kann man die auch anders machen? Wie kann man das mit Heben machen? Ist ja eine der anderen Fragen. Kriegt man das? Also ich finde, jedenfalls soll man mal drüber nachdenken, wo kann man den gebrauchen, den Roboter, und wo kann man ihn eben nicht gebrauchen? Finde ich noch so einen anderen Punkt. Aber das ist ein bisschen Zukunftsmusik. Aber wenn wir jetzt schon sagen,
Das geht jetzt noch nicht. Also es gibt jetzt schon auf der Intensivstation Pflegelifte, ne? Da braucht man mit so einem Mini-Kran, sage ich jetzt einfach mal, da kann man die Patienten hochheben und runter. Das gibt es ja schon. Ist aber auch wichtig, darüber zu reden, dass es das gibt, weil ich glaube, viele Leute stellen sich vor, in der Pflege, so viel Kraft habe ich gar nicht. Das schaffe ich niemals körperlich. Man muss wissen, dass wenn man diesen Kran benutzt, Zeit braucht, man braucht mehr Personal, man muss den Kran holen, man muss den Patienten auch so eine, also eine Hebetuch, sage ich jetzt mal, legen, damit man, ne, da muss ja dann eingehangen werden, wie so eine Hängematratze, kann man sich vorstellen, und dann hoch, das kostet ja mehr Zeit. Also da macht man es dann eben schnell alleine, außer eben bei hochinstabilen Patienten mit ECMO, wo dann mal ein Bettlaken getauscht werden muss und der Patient noch übergewichtig ist, dann benutzt man das schon mal, aber im ganz normalen Pflegealltag kommt man gar nicht dazu, weil eben aufgrund vom Personalmangel die Arbeitsbelastung so groß ist, dass man müsste den erholen, man müsste, wie gesagt, die Vorbereitung treffen, Nachbereitung, muss das Gerät wegbringen und so. Warum muss man das holen? Warum steht das nicht ganz normal auf der ETS daneben? Das steht auf der ETS, aber das steht ja nicht in jedem Zimmer einer als Beispiel, sondern man muss den ja von irgendwo herholen. Man muss ihn immer, also wäre es eine Hilfe, wenn man sagt, die stehen einfach überall an den beiden Betten, oder ist es dann aber noch auch mehr, muss man ja Vorbereitung treffen. Ja. Also, wir haben es sehr zeitaufwendig, wir machen es manchmal, wenn die Patienten wirklich so schwer sind, dass man die gar nicht so unbedingt gedreht kriegt. Aber ich wollte ja nur sagen, dass sowas... Aber das heißt, es gehen eigentlich alle in die Muckibude oder was? Nee, also nicht so wie ich jetzt nicht, nee. Aber da sind teilweise auch schon kleinere Schwestern, schmächtige Schwestern und auch ältere. Deswegen komme ich auch gleich auf das nächste Thema zu sprechen. Weil wir von Älteren sprechen, ich weiß, dass viele ältere Kollegen so ab 50, 60, wirklich, die machen immer noch den Dienst auf der Intensivstation, aber sind natürlich körperlich total schon ausgelaugt, haben Rückenschmerzen, haben andere gesundheitliche Probleme, Diabetes. Also hat ja jeder so sein Päckchen zu tragen. Ich weiß, dass Sie für die Rente mit 67 stehen. Warum kann man zum Beispiel bei so einem sozialen Berufen, die zum Beispiel im Schichtdienst arbeiten, nicht noch runtergehen? Oder eine andere Frage, wie finden Sie den Vorschlag von der Union, mit 68 in Rente zu gehen? Sind Sie auch ein Befürworter? Sagen Sie auch, wir werden alle, Sie finden 67 in Ordnung? Ich finde 67 als Regelrenteneintrittsalter, blöder Begriff, aber so heißt es nun mal, in Ordnung. Aber wir setzen uns dafür ein, dass es einen flexiblen Renteneintritt gibt, ohne dass man total viel weniger Rente dann bekommt. Aber man hat weniger Rente. Nee, man hat je nachdem, was man in dieser Zeit macht, also ob man so eine Altersteilzeit macht und dann sagt, wir übergeben an die Nächsten und sowas, hat man nicht so viele Abschläge wie heute. Man hat Abschläge, wenn man sagt, man geht früher in Rente. In bestimmten Berufen, die besonders körperlich anstrengend sind, kann man sagen, lasst die Leute einfach früher in Rente gehen, oder man kann sagen, das können die eigentlich noch machen. Und für mich ist, gerade in der Pflege gibt es so viele andere Varianten, über die nicht geredet wird, die man noch machen könnte. Na, zum Beispiel fände ich es total klug, wenn jemand, der einen Pflegeberuf ergreifen will, bei Ihnen lernen könnte. Weil sie sagen, ich gehe in die Ausbildung. Also das halten Sie quasi jede Pflegekraft, die irgendwie in der Pflege arbeitet, fachlich dazu qualifiziert? Ich glaube, es ist eine Möglichkeit. Okay. Es gibt eine andere Möglichkeit, die wir gerne wollen, dass man, wenn es um Pflege geht, das ist ja meistens so, dass die Leute dann relativ schnell pflegebedürftig werden und plötzlich und unerwartet für viele Verwandte. Was machen die dann? Die rufen dann irgendwie 10 Pflegeheime an und versuchen rauszukriegen, wo ist jetzt ein Platz, ist das der richtige Platz und so. Das kann man mit einer digitalen Plattform machen, oder man kann es eben machen mit einer Person, die berät darüber. Auch das wäre was, wo wir sagen, wir brauchen eigentlich so eine Tür, durch die man geht, da kriegst du alles erzählt und die organisieren dir das auch, was mit Pflege zu tun hat. Auch das könnte jemand machen, so eine Beratung. Pflegemanagement ist auch sowas. Also ich finde auch, dass es wichtig ist, dass man weiß, ich habe noch eine Aufstiegsmöglichkeit, es geht. Ich kann noch was Nächstes machen. Also ich glaube, dass es in diesem Bereich so viele Sachen gibt, wo man sagen kann, lass uns bitte flexibel denken, dass die Leute nicht bis zum Ende diese schwere Arbeit, diese körperlich anstrengende Arbeit machen müssen, wenn sie es nicht wollen oder wenn sie sagen, es gibt ja auch Leute, die sagen, es ist meine Profession, ich will das bis zum Ende machen, ist auch okay. Dann ist okay. Aber dass es andere Varianten dafür gibt und dass man sehr früh darüber redet, dass man die Ausbildung eben nicht macht, wenn der Rücken schon kaputt ist, sondern dass man sie vorher schon berufsbegleitend gemacht hat, dafür auch einen finanziellen Ausgleich kriegt, weil man dann eben nicht mehr Vollzeit arbeitet in der Zeit und sowas. Also so haben wir uns das vorgestellt mit einer, wir nennen das Agentur für Weiterbildung, die für alle Berufe, aber eben auch gerade da sagt von Anfang an, du kriegst berufsbegleitend immer wieder Vorschläge, was du für eine Weiterbildung brauchst, was du noch für Verwendungen hast, was du noch für einen Job machen könntest. Und wenn wir jetzt mal von Weiterbildung und so sprechen, kann man ja auch gleich um Ausbildung sprechen. Das gibt, oder ich kenne sogar welche, die in meinem Alter noch
den Pflegeberuf ergreifen würden. Ja, das interessiert mich überhaupt. Warum haben Sie das angefangen? Sie haben ja auch nicht gleich... Ich war Polizist und bin aufgrund einer eingeschränkten Hörfähigkeit dort in der, also kurz vor Ende der Ausbildung als Polizeidienst untauglich entlassen worden. Mhm. Und warum dann Pflege? Ja, kann ich Ihnen erklären. Feuerwehr fiel aus, Armee fiel sowieso aus, weil die alle die gleichen Anforderungen haben an die Gesundheit. Und ja, irgendwann lag ich dann selber mal im Krankenhaus und fand das eigentlich ganz spannend, was die Leute da so machen. Und ist ja auch ein sozialer Beruf, hatte ich vorher nie so auf dem Schirm und deswegen habe ich mich dann mal umorientiert. Aber daher weiß ich auch, wie schwer es ist. Ich hatte schon, ich habe jetzt keine Familie gehabt, aber eine Wohnung und ein Auto. Und dann kriegt man, ich weiß nicht, wie viel es heute ist, aber ich hatte damals 600 Euro. Das sind ja Gelder, mit denen kann zum Beispiel eine Mutter, die jetzt 30 ist, überhaupt gar nicht umgehen. Wie wäre es denn, wenn man so eine Leute unterstützt, sagen, okay, ich gehe in den Pflegeberuf, dass man, die gibt es ja bei der Polizei zum Beispiel, dass man dann einem das Ausbildungsgehalt verdoppelt, meinetwegen, dass solche Leute auch die Möglichkeit bekommen, diesen Beruf zu erlernen. Momentan besteht die Möglichkeit ja nicht, man kriegt kein BAföG. Ja, das ist die Idee, die wir haben mit dieser Agentur für Weiterbildung, dass man dann sowas machen kann, dass man umswitchen kann und gerade in den Berufen, die wir so dringend brauchen, die Möglichkeit hat und dann auch eine Finanzierung für die Ausbildung. Die sich dann auch danach richtet, was man für eine Lebenssituation hat. Also hat man Kinder, muss man für die aufkommen und sowas. Also da haben Sie schon daran gedacht, dass man das mit einbezieht. Ja, wir brauchen ja total viele Fachkräfte, nicht nur in der Pflege, wir brauchen die auch anderswo. Allein dieses Ganze, wovon wir vorhin geredet haben, ökologisch-soziale Transformation, brauchen wir 800.000 neue Fachkräfte. Und die sind nicht einfach alle da, weil die in der Autoindustrie jetzt übrig werden oder sowas. Und deswegen muss man sich irgendwas Großes überlegen, was von Anfang an Leuten auch die Möglichkeit gibt, zu sagen, hier, da wäre das vielleicht was für dich. Und meine Idee ist eigentlich, dass man sagt, jedes Jahr kriegst du ein Angebot, was könntest du für eine Weiterbildung machen? Gut, aber Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es ja. Ja, gibt es. Also ich finde auch, das soll nach wie vor in den Betrieben sein, aber dass man einfach sagt, in deinem Beruf kann sein, dass du nicht bis 67 da arbeitest und noch nicht mal bis 60. Wäre es vielleicht eine Möglichkeit, berufsbegleitend das oder das zu machen? Also es geht immer nur darum... Also berufsbegleitend heißt, dass wenn man jetzt Vollzeit arbeitet, zusätzlich noch eine Ausbildung? Berufsbegleitend heißt in dem Fall, dass man eben nicht mehr Vollzeit arbeitet, sondern Teil der Arbeitszeit dafür nimmt und das vergütet kriegt über diese Agentur. Okay, also man kann mit den Stunden auf der Arbeit runtergehen, zeitgleich in die Schule oder wo auch immer hingehen und kriegt dann diesen Ausfall und kriegt das bezahlt. Okay. Das ist der Gedanke. Oh, da interessiert mich wirklich, wo das ganze Geld dann herkommt. Was sind ja, also Ihre Politik scheint ja sehr geldfordernd zu sein, da muss ja irgendwo, also reicht dann, oder anders gefragt, wie viel Schulden muss man dann aufnehmen, um solche Sachen alle umsetzen zu können? Klimapolitik, ich meine, wir haben jetzt, wie viele fossile Brennstoffe? Oder erneuerbare Energien, nehmen wir da über 20%? Das ist schon deutlich mehr, beim Strom, bei der Heizung ist es noch nicht so viel. Das muss man ja also wollen Sie ja bis 2030, wenn ich Sie richtig verstanden habe, schaffen. Mhm. Kostet ja auch ordentlich Geld. Und wie macht man das? Also wo nimmt man die ganzen Gelder her? Ja, wir sind schon, die Kunden sind ja so ein bisschen Streber, wir rechnen sowas immer auch alles von Anfang an aus, was das bedeutet. Und wir glauben eben, dass es nicht einfach reicht, dass man sagt, man erhöht den Spitzensteuersatz, das auch, dann kommt auch Geld rein, aber ich glaube nicht, dass man sagen kann, davon kriegt man das alles. Aber wir wissen ja, wenn wir Fachkräfte weiterbilden beispielsweise, die werden ja tatsächlich gebraucht. Das ist ja nicht so, dass wir die nur weiterbilden und dann haben wir Geld dafür ausgegeben, dass wir sie weitergebildet haben, sondern die arbeiten dann irgendwo. Also sind das Leute, die Steuern zahlen. Die zahlen vielleicht sogar mehr Steuern, als sie vorher jemals gezahlt haben, weil sie dann doch in einem anderen Job sind, weil sie mehr verdienen, ganz automatisch. Also was wir nicht machen, ist zu sagen, wir denken nur in 2-Jahres-Schritten. Dann würde das Ganze nicht funktionieren. Aber Investition heißt halt, am Anfang mehr Geld ausgeben, um am Ende auch mehr einzunehmen. Das ist der Gedanke. Ich glaube auch, dass der funktioniert, weil wir können natürlich die Frage Wettbewerbsfähigkeit national, aber vor allen Dingen auch international damit bedienen. Ja? Wenn man sagt, wir sind vorn dran bei den Innovationen, gerade bei denen, wo es um Öko geht, das Klimaziel von Paris haben wir alle unterschrieben. Am Ende wird es auch billiger, wenn man die Energie nachwachsend produziert und nicht mehr fossil ist. Also ist per se schon billiger, weil die Sonne keine Rechnung schickt, der Wind eigentlich auch nicht, außer dass die Windräder halt da sein müssen und die Photovoltaikanlagen. Und deswegen ist mir davor gar nicht so viel Bange, dass das Geld nicht am Ende da ist. Ich habe auch mal so ein bisschen Bange, weil viele systemrelevante Berufe in der Stadt gibt es ja genug, aber die Leute, die diese Berufe ausführen, wohnen ja nicht in der Stadt, weil die Mieten sind ja extrem teuer. Also man findet ja gar keine bezahlbare Wohnung kaum noch, zumindest in Berlin. Und die Leute, die quasi diese
systemrelevanten Berufe ausüben, so Polizisten. Reinigungskräfte, ja. Ne, die kommen ja von weiter aus. Mhm. Jetzt verbieten sie oder schaffen die Autos ab, Elektroauto schon ein bisschen teuer und jetzt haben wir ja noch die Bahn. Mhm. Fahrrad lassen wir mal weg, weil es ein bisschen weit, aber wenn ich zum Beispiel das richtig mal gelesen habe, sie wollen zum Beispiel auch die Bahn privatisieren. Ne? Habe ich das falsch gelesen? Nee, das wollen wir nicht. Also ich meine, die Bahn ist ja schon privatisiert, das ist schon schlimm genug. Wenn man sich anguckt, also der Staat ist ja Hauptanteilseigner an der Bahn und ja. Trotzdem agiert sie privat, will immer zu an die Börse gehen. Und das tut weder der Bahn noch dem Schienennetz noch sonst irgendwas gut. Genau. Das wissen wir ja. Und das hat auch nicht dafür geholfen, dass wir weniger Verspätungen gehabt hätten oder tollere Züge. Und deswegen also das wird ist nicht das passieren. Nicht. Nee, das ist nicht unser Punkt. Also im Gegenteil, wir glauben, dass wir, gerade was den öffentlichen Nahverkehr angeht, um den geht es ja da. Ich sage dann auch gleich noch was zu den Mieten, aber. Beim öffentlichen Nahverkehr muss man dafür sorgen, dass der wirklich funktioniert. Und zwar regelmäßig funktioniert. Und zwar von morgens bis abends. Und ich finde übrigens auch auf dem Land, dass man nicht darauf angewiesen ist, dass dieses Auto fährt. Also nochmal, auf dem Land werden wir weiterhin Autos haben. Individualverkehr, das wird also ganz klar. Aber dass ich nicht als, weiß ich nicht, Oma darauf angewiesen bin, was mich der Enkel immer zum Einkaufen abholt, weil eben doch auf jeden Fall jede Stunde ein Bus fährt, wäre ja nicht so schlecht. Wir haben genügend, gerade hier um Berlin herum, genügend Bahnstrecken, die stillgelegt worden sind in den letzten 30 Jahren. Man fragt sich echt, warum. Also ich weiß schon, weil ich bin ja Ossi, ja, weil die Leute gesagt haben, wir brauchen jetzt nicht mehr, wir fahren jetzt Auto. Aber die Strecken sind da. Wenn man die reaktiviert, dann hat man wirklich viele Möglichkeiten zu sagen, du kannst wieder auf Öffis umsteigen. Jedenfalls die Leute, die sich aussuchen können, wann fahren sie wohin. Also das hat nichts jetzt mit dem Nachtdienst zu tun, weil ich glaube, da muss man die Individualverkehrslösung haben. Und bei den Mieten, das ist ja in Berlin wirklich ein extremes Problem und in vielen anderen Großstädten, aber in keiner Großstadt wirklich so extrem wie in Berlin, dass das so auseinanderklafft. Die Leute, die alle in der Innenstadt bitte schön arbeiten sollen, an der Charité und sonst wo, können niemals da wohnen, wenn sie nicht uralt Mietverträge zufällig noch haben und werden quasi aus den Quartieren rausgedrängt. Und ich glaube, dass das die soziale Frage des Jahrzehnts eigentlich ist, wie das mit den Mieten ist. Dass die Leute nicht, die Leute haben Angst davor, dass sie ihre Miete nicht mehr zahlen können. Und sie haben Angst davor, dass sie aus ihrer Wohnung rausfliegen. Wir sind ein total reiches Land, das ist absurd. Deswegen bin ich sehr dafür, dass man sagt, diese Mietpreisbremsen müssen funktionieren, also wirklich funktionieren, nicht nur in Worten funktionieren. Und vor allen Dingen, dass wir, wenn neue Wohnungen gebaut werden, wenn der Staat dafür Geld gibt, dass die dann auch günstig bleiben. Das ist so, wir nennen das neue Wohngemeinnützigkeit, das ist ein total komplizierter Begriff, aber eigentlich geht es nur darum, wenn der Staat einmal Knete gegeben hat für den Wohnungsbau, und das tut er ja für den sozialen Wohnungsbau, dann muss die Wohnung für immer günstig bleiben. Sodass, und das muss auch in der Innenstadt passieren, das kann man nicht nur am Stadtrand machen, wo man zwar dann noch ein paar Wildschweine trifft, aber nicht in den Club gehen kann. Aber die Mieten können ja dann nur günstig bleiben, wenn auch der Staat wieder die Hand darüber hat, oder? Also man kann ja, wenn man jetzt die ganzen Wohnungsbaugesellschaften das überlässt, die sind ja nicht so daran interessiert, dass die Mieten jetzt günstig bleiben. Und der Mietendeckel ist ja gekippt worden zum Beispiel. Der ist gekippt worden und ich glaube, man muss es bundesweit regeln mit dieser Mietpreisbremse, die auch wirklich funktionieren muss, die verbindlich sein muss. Das ist dann ein Gesetz, da können die Privaten auch nichts machen, das ist ein Gesetz. Und das heißt natürlich trotzdem, dass man Mieterhöhungen, was weiß ich, von 2% oder sowas machen kann, wenn da was am Haus gemacht werden muss und solche Dinge. Aber eben nicht mehr so gigantisch, auch nicht mehr so, dass die Mietpreisbremse nicht gilt, wenn, ich weiß nicht, eine Badewanne in der Wohnung steht oder ein halber Schrank, weil das dann möbliert ist oder keine Ahnung, was es da alles für Umgehungstatbestände gibt. Okay. Und wenn das umsetzbar ist? Das ist umsetzbar. Also ich meine, das war in Berlin, muss man auch sagen, ich glaube, dass die zu Recht gesagt hat im Senat, das geht so nicht weiter, wir müssen das jetzt jedenfalls versuchen. Und dann sind sie am Verfassungsgericht gescheitert. Ich sage jetzt mal, okay, ist jetzt so. Aber für mich ist das noch mehr Auftrag, das bundesweit zu regeln, weil da geht es ja. Die haben ja nur gesagt, ihr könnt das nicht im Land Berlin regeln, aber bundesweit kann man es regeln. Mich würde mal noch interessieren, fällt mir gerade ein, wie Sie zu der Privatisierung der Kliniken stehen, als die Partei der Grünen. Also finden Sie das gut oder wollen Sie es abschaffen wollen? Kann man es überhaupt abschaffen? Wie sehen Sie das? Weil Sie wollen ja auch die Fallpauschalen, glaube ich, abschaffen? Ja, genau. Also, es sind ja schon ganz viele Kliniken privat. Und das ist ja die Frage, vergesellschaftet man die jetzt alle? Ich bin ein bisschen skeptisch, das liegt vielleicht daran, dass ich im Osten aufgewachsen bin und immer gesagt habe, ich gehe niemals in dieses Krankenhaus, weil ich glaube, es ist keine gute Idee.
Deswegen glaube ich, das geht darum, dass die Rahmenbedingungen ordentlich sind, dass das Geld da ist, dass nicht, dass wirklich die Verschwendung, die in vielen Kliniken passiert, aufhört, dass wir uns angucken, wie das Gesundheitssystem insgesamt funktioniert. Wir sagen ja, wir wollen so Versorgungsregionen haben. Und da ist die Klinik dabei, da sind die Haus- und Fachärztinnen dabei, da ist die Beratung dabei, da ist alles was dabei, was Prävention ist. Und ich halte das für den gangbareren Weg, als zu sagen, lass uns jetzt die ganzen Privatisierungen zurücknehmen und dann wird es schon gut werden. Ich glaube, das ist nicht das, wo es alleine gut wird. Aber die Frage ist ja, wie viel Gewinn kann man eigentlich abschöpfen in so einer Klinik? Geht es eigentlich nur darum? Oder geht es darum, dass die Leute gut versorgt werden, dass die Leute, die dort arbeiten, anständig verdienen? Und da tut man, glaube ich, viel besser dran, das zu ändern, als an der Frage, wer hat das Eigentum weiter rumzumachen. Wir hatten, bevor wir die Kameras angemacht haben, so ein kleines Vorgespräch, haben uns so vorgestellt und sind so ein bisschen warm miteinander geworden. Da haben Sie mir erzählt, dass in der Politik viel falsch gelaufen ist, was so in der Corona-Pandemie angeht. Sie haben Schulen angesprochen, dass man die viel zu lange geschlossen lassen hat. Jetzt haben wir Sommer. Es werden wieder keine Lüftungsanlagen eingebaut. Man rennt also genauso blauäugig wieder, muss ich einfach so sagen, in die nächste Welle, wenn sie denn kommt. Zum einen würde ich gerne mal wissen, was Sie denn anders machen, wenn Sie jetzt gewählt werden, also als Partei. Und wie kann man überhaupt noch Maßnahmen rechtfertigen, wenn man nichts unternimmt? Also man begründet die Maßnahmen, wenn man die Bevölkerung schützen will, dass man die Intensivstation nicht überlasten will und so. Aber bisher sind ja keine konkreten Handlungen erfolgt, meiner Meinung nach, wie zum Beispiel Luftanlagen in den Schulen. Da nimmt man eher in Kauf, dass die Schüler wieder nicht zur Schule gehen können, dass wieder Unterricht vom Laptop oder vom Tablet stattfinden. Was ist in Ihren Augen falsch gelaufen? Was würden Sie oder wollten Sie vielleicht sogar als Grüne anders machen? Und was werden Sie in Zukunft anders machen? Mhm. Und wird es nochmal so sein, dass die Schulen und alles geschlossen wird? Oder? Ich kann nur sagen, ich hoffe nicht. Ich sage es jetzt mal für mich selbst. Ich habe im letzten Sommer, hatten wir ganz niedrige Zahlen und haben irgendwie gedacht, wir haben es überstanden. Und ich habe viel gelesen, immer dachte, oh, das kann auch schief gehen. Aber eigentlich habe ich mich auch sehr gut gefühlt damit, dass es irgendwie so überstanden schien. Und ich habe gedacht, ja, jetzt lass uns noch Vorsorge treffen und wir machen das mit den Masken und in den Innenräumen und wir machen keine Massenaufläufe und die Festivals finden nicht statt und so. Und ich habe letzten Sommer auch nicht daran gedacht, dass man wirklich jetzt sofort überall Lüftungsanlagen in die Schulen einbauen müsste. Wir haben es im Mai schon mal gefordert, also letztes Jahr im Mai, und gesagt, eigentlich müssen jetzt die Lüftungsanlagen in die Schulen, aber ich bin nicht den ganzen Sommer rumgelaufen und habe gesagt, hier, wo sind jetzt diese Lüfter, wo ist das eigentlich, habt ihr das jetzt gemacht oder habt ihr es nicht gemacht? Machen Sie es dieses Jahr? Ja, also seit Herbst letzten Jahres sage ich auch, ihr müsst jetzt diese Anlagen einbauen. Also, warum passiert es nicht? Ja, das muss man wirklich die Schulträger fragen, man muss es zum Teil die Landesregierung fragen. Also Winfried Kretschmann hat immer gesagt, ich bin da sehr skeptisch, weil man hat ja mit den Belüftungsanlagen auch keine 100% Garantie. Man hat mit nichts eine 100% Garantie, auch nicht mit den Masken, die wir aufsetzen, hat man eine 100% mit nichts. Ist ja klar, ist ja eine Pandemie, es ist ja nicht irgendwas. Genau, aber ich finde immer, man muss ja, also die Maßnahmen, die Grundrechte einschränken, und das Recht auf Bildung ist ja ein Grundrecht, kann man ja nur durchsetzen, wenn man mildere Maßnahmen oder mildere Dinge vorher tut, um genau so schwere Eingriffe zu verhindern. Und das passiert in meinen Augen eben nicht ausreichend. Absolut. Ich sage jetzt mal ausreichend. Deswegen, also bin ich sehr froh, wenn Fred Kretschmann sagt, doch, wir bauen jetzt ein. Und zwar erstmal, weil die Dinger sind ja jetzt auch nicht, die fallen ja auch nicht vom Himmel, erstmal in den Klassenräumen, wo Kinder unter der 6. Klasse sind, also die nicht geimpft werden können, definitiv nicht geimpft werden können, und zuallererst in den Klassenräumen, die nicht vernünftig zu belüften sind. Und da gibt es genug davon. Also das ist so die irgendwie um die Ecke und fragt mich, was kann man ja sich vorstellen, wie unsere Schulen so gebaut sind. Weil letztes Mal war ja Lüften, Fenster öffnen, und die Kinder sollen Kniebeuge machen, damit den und Warnjacken anziehen. Ich habe ja Enkelkinder, die haben so eine Corona-Jacke bekommen. Aber ist sowas nicht eine völlige Verhöhnung der Bevölkerung? Ja, also das ist doch an Hohn und Spott überhaupt nicht. Ich meine, es war klar, das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben mit dem Lüften. Ich glaube übrigens, dass manche Kinder das noch entspannter genommen haben. Also ja, klar. Ist jetzt halt so, Kinder gewöhnen sich ja schnell an Dinge. Aber das Entscheidende ist ja, warum ist es tatsächlich wieder nicht passiert? Also man muss ja wissen, das Lüfterprogramm von Herrn Altmaier, das ist im Juni 2021 in Kraft getreten. Also jetzt gerade eben.
Und da ist natürlich völlig klar, dass, also auch ein Schulträger, der sagt, okay, welchen Düfter soll ich jetzt nehmen? Das muss ich ausschreiben, muss ich das europaweit ausschreiben? Wie viele brauche ich eigentlich wirklich? Das ist das schafft absurd, man gar nicht das sagen. Kann man nicht schaffen. Also auch nicht. Ich und weiß, Kniebeuge sind auch günstiger. Kniebeuge sind viel günstiger. Ich weiß, dass es inzwischen landesweit total viele Experten gibt. Ich habe auch Luftfilterfirmen inzwischen besucht. Ich fühle mich, also ich bin keine Expertin, aber ich weiß jetzt schon, was es alles für Varianten gibt und weiß, was wirklich nicht gut ist, wenn man das, die Luft nur austauscht und sozusagen so ein bisschen rumpustet. Aber es wäre eine Möglichkeit, ja, damit die Schule einfach stattfinden kann. Und wenn wir nochmal in eine Situation kommen, wo wieder die Kinder diejenigen sind, die am meisten leisten müssen, das wird auch wahrscheinlich nochmal gehen bei den Kindern, die Eltern haben, die gut helfen können zu Hause und so. Die werden es schon wieder hinkriegen, auch unter wahnsinnigem Stress, vor allen Dingen meistens ja doch für Mütter, aber auch für Väter, die dann auch noch im Homeoffice sitzen müssen, damit das überhaupt geht. Aber es ist eben auch eine soziale Frage. Ja. Ich meine, die Familien, die, weiß ich nicht, auf zu sechst auf 50, 60 Quadratmetern wohnen und nicht alle ein Tablet haben und. Problem ist einfach, dass Kinder keine Lobby haben, dass Pflegekräfte keine Lobby haben und dass in der Politik leider Menschen sitzen, die andere Interessen verfolgen, wie zum Beispiel sich mit Maskenbier zu bereichern und so. Das ist ein großes Problem. Doch, da muss ich knallhart sagen, das ist ein großes Problem. Ich widerspreche jetzt an der Stelle wirklich, weil ich finde, die Politik, das stimmt nicht. Also die Maskendeals, wir haben vorhin gesehen, das waren alles Leute aus der CDU-Fraktion und es waren natürlich auch die Regierende, man fragt sich, warum nimmt man denn die Masken nicht und macht sie, warum muss man an Masken in der Pandemie viel Geld verdienen? Ja, frage ich. Also fragen warum gibt man sie nicht eins zu eins weiter? Warum muss eine Maske so teuer sein? Also es gab eine Zeit, die hat 4 Euro gekostet, so eine Maske. Die Apotheken haben dafür, dass sie diese Masken verteilt haben, an Leute über 60, einen unfassbaren Reibach gemacht. Ja? Und ich weiß auch von Apotheken, die gesagt haben, wir spenden das Geld, weil sie sagen, das finden wir total absurd. Aber wir können jetzt nicht in der Situation sagen, wir wehren uns jetzt dagegen, wir nehmen die Masken nicht, die Leute kommen ja zu uns. Also nehmen wir den Gewinn und spenden ihn an einen wohltätigen Zweck, was weiß ich, weil die auch selber gesagt haben, es ist absurd, was hier passiert. Da gibt's schon sehr, sehr, sehr viel zu tun. Nein, aber bei die Politik wehre ich mich wirklich, weil, also ich nehme es jetzt einfach mal für uns als Grüne insgesamt in Anspruch. Wir haben von Anfang an gesagt, passt auf die Kinder auf, passt auf die Familien auf, passt auf, was da passiert. Also habe ich jetzt Ihr Wort und die Leute sind der Zeuge, also für das Kind, dass Sie sich dieses Jahr dafür stark machen, dass die Kinder eine größere Lobby haben, dass die Kinder eben nicht mehr von der Schule fernbleiben müssen, sondern dass sie dafür kämpfen werden, dass die Kinder zur Schule gehen können. Und meine nächste Frage wäre dann, wie sieht es mit den ganzen Unternehmen aus? Ich meine, wir reden ja von Schuldenbremse, dürfen keine Schulden mehr machen und so weiter, aber immer wenn Unternehmen nicht öffnen dürfen, dann müssen sie ja entschädigt werden. Das wurde ja auch teilweise gemacht. Kostet ja Geld. Das Geld kann man ja, also warum ist es nicht möglich, mit guten Hygienekonzepten zum Beispiel Teilöffnungen zu erlauben? Also ich kann Ihnen mal ein Beispiel nennen. Ich bin ja aus Brandenburg und für mich ist zum Beispiel Sport, auch wenn es für die meisten nicht wichtig ist, aber ein großer Ausgleich zur Arbeit. Und da gab es eine Regelung, da durften 2 Leute in einem ganzen Fitnessstudio trainieren, wurde eben verboten und somit haben die Fitnessstudios in der Zeit auch kein Geld mehr verdient. Warum kann man nicht irgendwie sinnvolle Hygienekonzepte auf den Weg bringen? Wir haben jetzt den ganzen Sommer Zeit zu forschen, zu machen, zu gucken. Es gibt Aerosolforscher, die genau sagen können, wann, wie, wo und da, wo es wirklich nachgewiesene Aerosolverbreitung gibt, wie zum Beispiel in Großraumbüros, wurde doch gar nichts gemacht. Im Prinzip wurde nur... Naja. Na, was haben Sie gemacht? Auf unseren Druck hin gab es eine Homeoffice-Pflicht dann. Okay, die also, kam aber relativ spät. Es hat ewig gedauert. Es war eine riesige Kampagne, die wir losgetreten haben, damit es diese Homeoffice-Pflicht gibt. Ganz klar. Übrigens hat sich gestern ein Wirtschaftswissenschaftler gesagt, ja, ganz erstaunlich, dass ausgerechnet die Grünen für die Homeoffice-Pflicht sind. Dann müssen wir doch über die Leute reden, die gar nicht Homeoffice machen können. Ja, das stimmt. Aber das Homeoffice kann man halt machen. Dann ist wenigstens die U-Bahn für die anderen leer, die an die Arbeit gehen müssen. Also wie die Leute, die in die Klinik müssen oder ins produzierende Gewerbe oder so. Ich bin sehr für diese Forschung. Und wir haben in Bremen beispielsweise, da regieren wir ja auch mit, da wurde sehr schnell dafür gesorgt, dass zum Beispiel Gruppensport für Kinder weiter stattfinden kann und unter welchen Bedingungen. Beim Fitnessstudio kenne ich mich überhaupt nicht aus, weiß ich nicht, weil ich immer nur draußen laufe. Ist auch unwichtig, aber ich fand es halt komisch, dass man selbst die 2 verboten hat. Also ja, also ich glaube, es gibt einen Punkt, da würde ich vorsichtig sein, wenn man sagt, die Fitnessstudios haben auf, die Schulen haben zu. Dann würde ich sagen, nein, die Schulen müssen aufmachen. Genau. Dann lassen wir lieber die Fitnessstudios noch zu, wenn das die Gefährdung ist. So.
Ich fand es bei der Kultur einen wichtigen Punkt. Ja, die hatten alle die totalen Hygienekonzepte. Da hat eigentlich, und das sind ja Veranstaltungsmanager, die sind dafür ausgebildet, dass sie sowas managen können, wie der Name schon sagt. Und die waren auch alle zu und konnten nichts machen. Und jetzt haben wir EM und sehen in den Stadien, dass die Leute da dicht bei dicht und ohne Maske und ich weiß nicht was sitzen. Und ich frage mich, wie soll das eine Schülerin verstehen? Wie soll das jemand verstehen, der über viele, viele Monate keine Einkommen hat? Da gab es eine Schulklasse, die genau das bemängelt hat und einen Brief geschrieben hat. Ja, sehr gut. Aber also ich meine, die Leute, die keine Kulturveranstaltung machen konnten, ja, mit irgendwie, wir haben alle 1,50 Abstand, wir haben alles wirklich eingehalten, die Leute haben sich getestet, die fragen sich jetzt, habt ihr irgendwie noch alle Tassen im Schrank? Wenn ihr, und wieso darf das die UEFA? Warum wird es denen das erlaubt, während es alle anderen... Bei Fußball, wenn Deutschland ja wichtig ist und eine größere Lobby hat. Das ist aber, das geht nicht. Nee, natürlich geht es nicht. Also das sind wir uns ja einig. Aber deswegen passiert es. Ich finde Fußball total, also ich finde es spannend, finde es irgendwie kein Sinn. Das ist ja genauso so, da kriegen große Unternehmen hier in Deutschland, ja, nehmen wir mal Daimler, die kriegen Hilfspakete vom Staat. Ganz schnell. Und als Dankeschön kriegen sie mehr, die Aktionäre mehr Dividende ausgeschüttet. Genau, und die kleinen Solo-Selbstständigen, ja, die irgendwie diese ganzen Dienstleistungen machen, die sollten dann Taxi fahren, was auch nicht. Da können sie jetzt nichts für als Grüne, muss man ja dazu sagen. Ja. Also wir haben aber, wichtig ist ja, hat man es gesehen, hat man Vorschläge gemacht. Und die haben wir gerade für die Leute von Anfang an gemacht. Bei mir das auch total, also für die Kinder, aber eben auch für die Kleinen. Ja. Dass man sagt, auch beim Fitnessstudio ist ja, also das eine ist die Frage, warum haben die nicht auf? Und sie mussten sich dann die Dinge wahrscheinlich zu Hause kaufen, die sie da brauchen. Aber wie hat der eigentlich überlebt, der Fitnessstudio-Betreiber? Also hat der eine Überbrückungshilfe bekommen, ja oder nein? Wie kompliziert war das? Wie lange hat das gedauert? Und. Das ist ja die andere Frage dabei. Was, haben Sie noch Zeit? Oder müssen Sie, ich weiß es nicht, ich habe nämlich kein Uhr. Achso, hier ist eine. Oh. Dann stelle ich mal ganz kurz und knapp zwei Fragen. Die letzte, also vorletzte Frage wäre, wo sehen Sie noch Nachholbedarf aus der Pandemie? Also sind Sie uns einig, dass mehr Forschung passieren muss, dass man mehr, auf jeden Fall mehr für Kinder machen muss, weil es geht einfach gar nicht, dass die Schwächsten eben ja am schlechtesten dastehen. Und wo würden Sie sagen, hätte man noch anders handeln müssen oder in Zukunft muss man da anders handeln? Wo würden Sie noch Nachholbedarf sehen oder Verbesserungsbedarf? Ich glaube, dass unser Gesundheitssystem insgesamt auf sowas nicht vorbereitet ist. Also wir haben ja schon darüber geredet, geht es um Gewinne oder geht es darum, dass wir wirklich ein Gesundheitssystem bereitstellen, im wahrsten Sinne des Wortes, wo alle jederzeit gut versorgt werden können. Und wenn man international unterwegs ist, dann sagt ihr immer, ihr habt in Deutschland wirklich ein tolles Gesundheitssystem. Das stimmt auch, also ja, im internationalen Vergleich geht es ja uns da wirklich ziemlich gut. Aber es gibt so viele einzelne Bereiche, wo man so viel besser machen könnte, dass ich sage, nee, wir haben, also selbst wenn wir ein besseres haben, ist es nicht gut genug dafür. Und das ist, glaube ich, der alles entscheidende Punkt, dass wir wirklich Prävention betreiben, dass wir genügend Betten haben auf den Stationen, dass wir, da wo es nicht so viel automatisch Personal, da wo es nicht automatisch viel Geld einbringt, weil da 5 Geräte stehen, das ist das Personalthema, dann ja, eine Palliativstation, die bringt nicht viel. Weil da sind nämlich die Geräte dann nicht mehr alle angeschaltet. Aber die ist so wichtig, aber weil dann liegt so der Mensch ja für die letzten Stunden, Wochen vielleicht, Tage, wie auch immer, seines Lebens. Und ich finde, und das da muss der, genau, und das muss so würdevoll wie auch nur immer möglich, und da kann es nicht sein, dass es um Geld geht. Also momentan ist es ja so, dass die Kliniken eher so Fabriken sind und an der wahre Mensch wirklich Geld verdient wird bis zum letzten Atemzug. Und wenn man das als Pflegekraft sieht oder auch als Arzt und jeder, der im Krankenhaus arbeitet, das finde ich einfach schlimm. Man kann es auch als Patient ganz schwer einschätzen, finde ich. Also wenn einem gesagt wird, wir müssen die OP jetzt machen, dann bin ich ja meistens, liege ich da und möchte nicht noch eine Zweit- oder Drittmeinung einholen, sondern ich möchte jetzt, dass es schnell vorbei ist. Die Möglichkeit natürlich nicht, klar. Und ehrlich gesagt, also selbst jemand wie ich, der sich vielleicht ein bisschen mehr auskennt, habe dazu keinen Bock oder bin viel zu verunsichert, geschweige denn jemand, der sich gar nicht auskennt und der denkt, der Mensch hat jetzt einen weißen Kittel an, der wird schon machen, was richtig ist, was denn sonst? Und das ist auch bei dieser Frage Patientenmitbestimmung und dass die Pflegekräfte wirklich einbezogen werden. Warum muss alles morgens um 6.30 Uhr passieren? Also das war schon, warum kann man nicht sagen, vielleicht später viel besser? Also haben mir jedenfalls Pflegekräfte erzählt, dass diese Zeitabläufe auch immer dazu führen, dass Stress an bestimmten Momenten ist. Das Problem ist einfach, das sind so alteingesessene Dinge. Dann kommt die Visite. Und da müssen die Leute sauber sein. Ja, klar. Aber das ist so eine Vorstellung von uns. Ja. Und die zweite Frage. Ja, und zwar, ich bin ja sehr politikverdrossen, bin wirklich momentan frustriert, weil man gar nicht mehr weiß, ich weiß, wen ich nicht wählen werde.
gibt es so ein, zwei, drei Parteien, wo ich am Überlegen bin. Was sagen Sie mir jetzt als potenziellen Wähler, warum ich Sie wählen soll? Also was versprechen Sie mir, was, wo ich Sie auch in einem halben Jahr später dann nochmal darauf anspreche, Mensch, Frau Göring-Eckert, Sie haben damals gesagt, haben Sie eingehalten oder nicht. Was versprechen Sie mir als potenzieller Grünwähler, was kann ich von Ihnen erwarten, als Partei? Das würde jetzt eigentlich eine halbe Stunde dauern, aber ich sage, okay. So viel, die haben wir jetzt nicht mehr. Mhm. Aber trotzdem, also das Erste, ich glaube tatsächlich, dass die große Existenzfrage der Menschheit ist, gerade die Klimapolitik, und die hat sehr viele Auswirkungen. Sowohl darauf, ob wir überhaupt auf diesem Planeten weiterleben können, wie wir da leben, ob wir weiterhin Extremwetter haben oder nicht, hat total viele Auswirkungen auf Gesundheit. Haben Sie das Video gesehen, wo der Ozean brennt? Das war schon echt krass. Und es sind an dem Tag konnte man weltweit sehen, dass an vier verschiedenen Stellen irgendwelche krassen Sachen passiert sind. Mhm. Und bei uns hat irgendwie im einen Teil der Republik kam wahnsinnige Gewitter runter und haben Überschwemmungen gebracht. Und in dem anderen Teil der Republik konnte man kaum atmen, weil es so heiß war. Ja? Also es ist eben auch bei uns hier angekommen. Es ist nicht nur irgendwo ganz weit weg. Und das ist die eine zentrale Frage. Aber wenn man will, dass das nicht einfach nur passiert, das wird ja passieren. Es ist ja nicht so, dass andere Parteien sagen, wir machen einfach die Augen zu, weil die müssen ja auch was tun. Wenn man will, dass es dafür einen sozialen Ausgleich gibt und dass der Laden, also sprich die Gesellschaft, irgendwie zusammenbleibt, dann ist man bei uns richtig. Und Sie können mich nach all diesen einzelnen Punkten, die bei uns auf vielen Seiten im Wahlprogramm stehen, auch in einem halben Jahr fragen. Und da kann ich Ihnen sagen, das habe ich durchgekriegt in der Verhandlung und das vielleicht nicht. Aber ich werde von Anfang an auch ehrlich sagen, das finde ich jetzt gut, weil das der Kompromiss war. Sondern ich werde sagen, das ist ein Kompromiss. Den finde ich noch nicht gut, aber es ist jedenfalls ein Schritt nach vorne. Oder ich werde sagen an irgendeiner Stelle, ich habe es überhaupt nicht durchgekriegt. Ich habe trotzdem gesagt, das andere, was ich durchgekriegt habe, ist so viel wert, dass es trotzdem... In Ihr Wahlprogramm fügen Sie hinzu, dass Sie nicht versprechen können, dass alle Themen abgehandelt werden können. Ja, also Sie machen quasi Versprechen und am Ende sagen Sie eigentlich nichts weiter, aber wir können nicht versprechen, dass wir es versprechen können. Also nee, das sagen wir nicht, sondern es ist ja so ein bisschen die Frage, was hat man für einen Politikstil auch? Und sagt man, hier habt ihr 134 Seiten oder wie viele es je nach sind. Und das werden wir alles machen, da könnt ihr euch drauf verlassen. Das ist Quatsch. Das kann keine Partei versprechen. Weil keine Partei wird alleine regieren. Und deswegen haben wir gesagt, nee, genau das wollen wir nicht machen. Es wird Sachen geben, die werden wir nicht bei einem Koalitionspartner durchkriegen. Es wird Sachen geben, die haben wir uns total klug ausgedacht und haben die durchgerechnet und mit Wissenschaftlern diskutiert. Und vielleicht kommt dann so ein Praktiker und sagt, wie Sie, Leute, das habt ihr euch zwar gut ausgedacht mit dem Roboter und das wird so nicht klappen. Das müsst ihr anders machen. Und dann möchte ich gerne, dass sie auch kommen und sagen, das müsst ihr anders machen, dass wir sagen können, okay, mein Versprechen kann ich nicht einhalten, weil ich habe jetzt mit drei Leuten geredet, es geht in der Praxis doch nicht. Obwohl ich dachte, dass es funktioniert. Das wäre mir schon recht. Aber der Satz ist nicht, dass wir da am Ende sagen, wir haben ja schon dafür versprochen. Nein, okay. Natürlich nicht. Also wir warten ja darauf und wir arbeiten daran, dass wir endlich Sachen umsetzen können. Das wäre ja verrückt, wenn wir sagen, wir haben es überlegt, jetzt regieren wir schön, haben ein schönes Amt und dann legen wir uns, weiß ich nicht, in die Nein, bestimmt nicht. Dafür wollen wir zu viel. Prima, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Und ich danke. Wir bleiben in Kontakt. Auf jeden Fall. Danke.